Genauso wie Lavabäder. Viele Fichten. Ab und zu sollte man doch Luft holen. Kann nicht schaden. Manchmal sehr gesund zu atmen. Das war völlig überbewertet. Okay, von der Z-Koordinate habe ich es fast erreicht. War doch 400 noch was? Minus 400. Minus 460. Bin bei... Ärmel, ich hab's fast erreicht. Da fehlt das Minus davor. Ja, eine lange Prozedur des Laufens. Autsch. Das würde ich fast am liebsten zusammenschneiden. Diese lange Wanderung. Also sieht man wenigstens ein bisschen was von der Landschaft. Ja. So, nochmal. Was ist denn bei euch gerade so los? Eiersalat? Ich stehe auf dem Wasser. So. Jesus! Okay, so krass ist es doch nicht. Oh. Wie ich das mache. 1, 2, 3. Jetzt. Das hier kommt mir aber sehr bekannt vor. Das letzte Mal war. Backup, ey. Ich stehe einfach nur in der Hütte rum und gucke, ey, dass nicht so viel Nacht wird. Du darfst ruhig mal rausgehen. Hat erlauben wir schon. Aber dann sehe ich die Welt. Ich will nicht, dann kann ich die Welt sehen und das tut. Nein. Es wäre helfen, Steine abzubauen. Ach man, das wird ja sogar mir langsam mir langweilig. Dann sag mal, was siehst du denn so Schönes auf deiner Wanderung? Bäume, Berge, Schweine. Viel mehr sehe ich gar nicht mal. Ich sehe nur Steine. Steine, Steine, Steine. Hier sollte ich einen Creeper reinjagen. Der baut für mich dann die Steine ab. Das Problem ist, da kriegst du aber auch nur 50% von dem wieder raus. Ja, 50% wenigstens. Wobei 50%? Ich glaube, es ist sogar weniger. Das merkt man ja meistens, wenn so ein Creeper so ein Loch in die Gegend sprengt. Du versuchst es nachher mit der aufgesammelten Erde wieder zu füllen. In der Regel bleibt trotzdem ein Krater. Meine Güte. Schweine ohne Ende. Dafür habe ich die Viecher, die hier im Wasser schwimmen, die blauen. Einfach Tintenfische. Dumm wie Brot sind. Schwimmen die ganze Zeit gegen die Wand. Ich finde es immer schön, wenn die in so einer Pfütze spawnen. Da gehen die meistens selber schon drauf, weil sie keine Luft mehr kriegen.
Quatsch. Ich habe auch keine Rüstung, um irgendwie was großartig hier zu machen. Ich würde ja jetzt einfach mal random eine Höhlentour machen. Aber dann ist alles weg. Und spawnen würde ich wieder an der einen Hütte dort hinten. Dann kann ich wieder von vorne laufen. Du hast aber immer Ansprüche. Nie alles haben. Das. Okay, damit wir gleich mal Treppen bauen. So, damit mein Fleisch jetzt auch mal länger hält. Jetzt mal ein bisschen gebratenes. Oh, ich hab schon wieder keinen Sand mehr. So lange beschäftigen wir uns mit diesem Pferd hier. Warum? Weil ich es kann. Mehr. Michael, du hast doch die Mine fertig. Du hast doch bestimmt viele Steine so. Ja, da sind auch viele Steine. Ich hab die alle in der Kiste gepackt. Im Haus oder woanders? In der Mine selbst. Einfach hingehen. Du musst noch nicht mal irgendwie tief gehen. Die Kiste steht ganz oben direkt. Dann werde ich mal klauen. Sei dir erlaubt. Da hinten müssen wir dann da gehen, ne? So aus. Schon im Minusbereich? Oha, die Koordinaten sind fast weg. -6, ist ja egal, die Y-Koordinate. Ich werde mich ja kaum unterhalb der Erde irgendwo durchbuddeln. Du müsstest es eigentlich erkennen, wenn du da ungefähr bist. Ist ein See. Ah, ich muss nur erstmal bis dahin kommen. Eine Z-Koordinate habe ich es tatsächlich fast erreicht. Jetzt sogar wirklich. Aber die andere, die X-Koordinate, die muss ich noch um einen guten Tausender drücken. Oh. Ja, it wird. Komm. Den letzten Rest Hitze verbrauchen wir noch und dann ziehen wir mal weiter. Ich glaube, es war richtig. So. Auf unserer langen Obsession nach Hause. Über Berg und über Tal. Über Stock und über Stein. Wandere ich nun wieder heim. Wahre Dichter hier am Werk. Ein vom Gefühl müsste ich eigentlich jetzt am Haus sein. Vom Gefühl her. Eigentlich. Ich bin am Wald. Ein Birkenwald. Ich habe die Gravierwüste gefunden.
Ravel. Ja, ich habe das Let's Play 500 Folgen lang verfolgt. Das hat sich so ein bisschen eingebrannt, der Begriff. Was? Oh, ich bin doch vielleicht ein bisschen weiter gewandert als gedacht. Da fliegt eine Wand in der Luft. Oh. Oh. Eigentlich müsste ich doch... Bin ich in die falsche Richtung gelaufen? Oh. Verdammt. Keine Ahnung. Wo bist du hin? Bin in der Wüste jetzt. Wüste ist schon mal gut. Brauchst du die Koordinaten? Im Haus? Ja. Minus 53, minus 155, minus 73. Minus 155. Ich bin dran vorbeigelaufen. Ich sehe es schon. Ich stehe auf dem Berg. Ins Wasser springen ist gesünder als auf dem Boden, ne? Ja. Oh, ich habe den Boden nicht erreicht. Ach, das Wasser nicht erreicht. Okay, also irgendwo in die Richtung müssen wir. Ich habe nur ein Herz. Hast du was zu essen? Ja, 14 Karotten noch. Dann heilst du dich ja. Ach, hier müsste doch irgendwo die Mine sein. 14 Karotten? Ah, die Mine nicht hier? Die Mine ist echt so versteckt. Wir nähern uns. Ah. Auf erstmal noch ein gegrilltes Schwein futtern. Und es wird dunkel. Wer hockt da in meiner Mine? Ich. Solange es kein garstiger Zwerg ist. Aber eigentlich waren die Hobbits ja garstig. Na? Genau, die garstigen Hobbits. Der garstige Gustav. Tür zu zieht. Haben wir jetzt gerade geschlagen? Ja. Boah. Musst du denken, die Tür stand offen. Kann alles reingekommen sein. Ja, klar. Kommt einer mit einem Schwert und einer Eisenrüstung. Ja, was stehst du auch? Ungeschützt steht mir kein. Wäre die Tür zu gewesen, wäre ich nie auf die Idee gekommen, da reinzugehen und alles, was sich bewegt, niederzuknüppeln. Mit meinem Messer zu berühren. Au, ich stand doch nicht drin. Ich stand draußen. Ich stand doch nicht drin, ich stand draußen. Mister kommt ein Typ mit der Axt. Das ist der Axtmörder! Au. Au, ey, ich hab keine Rüstung. Vielleicht ja, lesen wir noch die Todesnacht. Du musst mir ja auch nicht die Axt ins Gesicht hauen. Oh. Hast du angefangen? Nein! Und Horcrux, so langsam in der Nähe. Annähernd. Wie war nochmal der X-Wert vom Haus? Ich bin schon wieder weg. Mikai? Der steht da ja so doof rum und verprügelt Leute. Minus 87, minus 163, 87. 87 ist der Höhe. Wunderbar. X, 67, 68, 86, 87,
Meine Fresse. Im 688. Ach, darf nur die glatten Werte.